Der Krieg ist das Herzblut dieser Welt. Wir sind ihre Kinder. Und bald ihre Meister. Ein Feldzug der Unterwerfung ist unsere Bestimmung. Eine Flut aus Blut und Eisen wird sich über diese Welt ergießen und über alle anderen. Unser Bund ist eisern, unser Wille unbeugsam. Wer soll uns die Stirn bieten? Seid ihr so versessen auf den Tod? Vielleicht lässt sich der Lauf der Geschichte nur ändern, wenn wir in die Offensive übergehen. Die Eiserne Horde muss gestoppt werden. Hört gut zu, Helden. Ihr wurdet eigens für diese Mission auserwählt. Fallen wir, dann fällt Azeroth mit uns. Diese Fremden aus anderen Welten werden alles niederbrennen. Erhebt euch, eiserne Horde! Ich werde stark werden und unser Volk schützen. Dieses Land braucht euch. Viele Prüfungen warten auf uns und viele Helden werden ihr Leben opfern. Das wird knapp. Ich weiß, ich werde wohl kaum zurückkehren. Kämpft ihr mit uns? Die Eiserne Horde wird siegen! Du kannst noch wählen. Unser Band ist eisern. Aber ihr seid so einfach zu brechen. Thank you.
mystische Runensäbler äonenlang allen Jägern entkommen. Bis heute. Aus den Schatten treten sie hervor, auf der Jagd nach neuen Quellen magischer Macht. Zähmt ihre stürmischen Energien und sichert euch ein loyales Reittier, dessen Schwingen aus arkaner Macht euch ins Gefecht tragen. World of Warcraft, der mystische Runensäbler. König Varian, die Zeit wird knapp. Ihr müsst die Kriegserklärung unterzeichnen. Ich war noch ein Kind, als mein Vater aufbrach, um derselben Gefahr entgegenzutreten. Er verstand diese Kriegsherren überhaupt nicht. Dieser Fehler kostete ihn sein Leben und brachte sein Königreich zu Fall. Ihr seid nicht euer Vater. Ich weiß. Aber wie kann ich erfolgreich sein, wo ihr versagte? Ein erster Schritt wäre, meinem Rat zu vertrauen. Ich stand ihnen schon einmal gegenüber. Auf Draenor? Ihr wart dort? Vor all diesen Jahren? Ja. Glaubt mir, sie sind nicht unbesiegbar. Dann erzählt mir von ihnen, Marat. Erzählt mir alles. Wie ihr wünscht. Khargath wuchs clanlos. Als Sklave auf. Die Grausamkeit der Oger war unerträglich. Also suchte er nach einem Ausweg. Die Arena. 100 Orkleben waren der Preis der Freiheit. Kämpfen. Töten. Salutieren. War nicht aufzuhalten. Und der Tag seines letzten Kampfes brach an. Ein letzter Sieg. Und es sollte vorbei sein. Seine Belohnung verdient, wie jeder Sieger vor ihm, blieb er begraben unter der Arena. Die verheißene Freiheit, nur eine Lüge.
duldete seine Ketten nicht länger. Ich verstehe euer Zögern, mein König. Diese Mission erfordert feste Entschlossenheit. Es wird viele Tote geben. Es gibt immer Tote. Aber unsere Truppen blindlings nach Draenor marschieren zu lassen, stellt eine enorme Gefahr dar. Aber ihr müsst die Stärke haben, euch dem zu stellen, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ich versichere euch, der Wille unseres Feindes ist nicht zu brechen. Lasst mich euch von ihrem Anführer erzählen. Ein Kriegsherr, dessen Standhaftigkeit im Angesicht des Todes legendär war. Grommash, mächtiger Krieger. Endlich in Ketten. Du bist schwach. Sag es. Ist das alles? Und du hast einst meinem Volk Angst eingejagt? Grommash führte seine Raubzüge tiefer und tiefer in das Ogre-Territorium. Er und sein Kriegshymnen-Clan war nicht aufzuhalten und unersättlich. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Ogre zurückschlugen. Unter den Opfern ihrer Rache war Grommashs Gefährtin, Golka. Ich bin erledigt. Gib mir den Kriegertod, den ich verdiene. Nein, du wirst dich nicht brechen lassen. Ein wahrer Ork spuckt dem Tod ins Gesicht. Siehst du nicht, dass es vorbei ist? Bring es zu Ende. So viele meiner Krieger beugen sich wie Gras. Und nun du. Du bist ein Wolf.
Zähne. Ihr alle. Schau dich nur an. Die Zeit ist dir nicht gnädig. Sag es nur, und ich töte dich schnell. Ich bewundere deinen Willen, aber ich werde ihn brechen. Grommash wusste, dass die Oger nicht weit sein konnten. Er rief seine Truppen, um sie zu jagen. Doch viele seiner Clanbrüder hatten bereits einen zu hohen Preis bezahlt. Begrabt eure Schwachen. Ich zeige euch, was es heißt, zum Kriegshymnen-Clan zu gehören. Erneut drang Grommash tief ins Land der Oger vor. Doch diesmal warteten der Ogerherrscher und seine Armee auf ihn. Deine Krieger haben um den Tod gefleht. Dein Land gehört mir. Dein Leib ist zerschlagen. Dir bleibt nichts mehr. Sag es, und ich beende dein Leben. Ja. Er war sich sicher, dass Grommash aufgegeben hatte und bereit für den Tod war. Sein Körper so schwach, so abgemagert. Sag es. Sprich die Worte, und es ist vorbei. Dieser Wolf hat noch Zähne. Nach diesem Tag scharte sich der Kriegshymnen-Clan erneut um Grommash Hellschrei, den Kriegsherrn. Dem eisernen Willen. Ihr dürft nicht zögern, mein König. Die eiserne Horde muss gestoppt werden. Ihr sprecht nur von ihrer Mordlust. Sicher sind nicht alle von ihnen Monster. Ja, einer von ihnen. Durotan. Sein Clan war stolz darauf, dass sie ihre Wut unterdrückten. Denn sie wussten, wer der Bestie in sich nachgibt, wird zu seinem eigenen schlimmsten Feind. Der Clan war nach seiner Verbundenheit mit den schneeweißen Frostwölfen benannt. Gemeinsam jagten sie die majestätischen Grollhufe. Mit jedem Winter wanderten die Grollhufe und der Clan folgte ihnen. Doch in einem Jahr, als Durotan noch sehr jung war... Mutter, sie lassen uns zurück. Wache auf! Seine Mutter Geya war von einem Schneeschleicher gebissen worden. So ein Biss hatte viele in einen tiefen Schlaf gestürzt. Und wenige waren je erwacht. Wir können nichts mehr für sie tun. Wenn wir nicht gehen, könnte der ganze Clan hungern. Oder noch schlimmer, die Gaun sind auf der Jagd. Und du willst ihnen unsere Mutter zum Fraß vorwerfen, Gunnar? Vater würde nicht gehen, wenn er hier wäre. Und ich auch nicht. Er würde dir dasselbe sagen. Wir können unsere Toten nicht mitnehmen. Sie ist nicht tot! Beruhige dich, Bruder. Du weißt, wohin dein Zorn führt. Während die anderen nicht da sind, spreche ich für den Clan. Wir gehen. Jetzt. Ich bleibe hier.
Tage vergingen. Durotan erinnerte sich an die Lektionen seiner Mutter. Und mit der Hilfe von Geyas altem Wolf Sturmzahn überlebten sie. Mutter, der Winter bricht herein. Du musst aufwachen. Wach auf! Ork und Wolf fürchteten sich beide vor den Garn. Große schwarze Wölfe, die zu den tödlichsten Raubtieren Draenors zählten. Durotan und Sturmzahn töteten den einsamen Wolf. Doch Durotan wusste, dass Garn in Rudeln jagten und bei Sonnenuntergang angreifen würden. Er machte sich auf ein letztes Gefecht gefasst. Mutter, wir sind in Gefahr. Du musst aufwachen. Und umzingelt kämpfte Durotan. Er bekämpfte nicht nur die Garn, sondern auch die schwelende Wut in seinem Inneren. Er stieß bis an seine Grenzen und im Eifer des Gefechts überkam ihn der Blutrausch. Er tötete alles, was sich bewegte. Alles. Durotan, bist du das? Durotan. Mutter? Was? Nein. Nein. Du hast Blut vergossen, um mich zu beschützen. Doch ich wäre lieber gestorben, als zu erleben, dass mein Sohn zur Bestie wird. Durotan trug Sturmzahns Pelz bis zum Ende seiner Tage, als Erinnerung an den Mut des alten Wolfs und seine Loyalität. Doch auch als Mahnmal, das selbst der edelste aller Orks der Wildheit anheimfallen kann. Vielleicht lässt sich der Lauf der Geschichte nur ändern, wenn wir in die Offensive übergehen. Diese Stadt wurde schon einmal von genau diesen Kriegsherren beinahe niedergebrannt. Haltet mir keine Vorträge, Marat. Ich war dabei. Habe es miterlebt. Mein Volk hat diese dunkle Zeit nur durch seinen Glauben ans Licht überstanden. Glaube ist eine mächtige Waffe. So sagt man. Die Allianz bezieht ihre Stärke aus dem Licht. Woher nimmt diese eiserne Horde Kraft zu dunkler Stunde? Einer der Clans, das blutende Auge, schöpft Zuversicht aus der Kenntnis ihres eigenen Todes. Geführt werden sie von einem Ork namens Kilrog. Kilrogs Clan herrschte einst über den Dschungel, bis die Arakoa kamen.
zu überleben, tauchte der Clan unter und lebte in stetiger Angst. Ihr Häuptling, Kilroks Vater, hatte ihnen sogar verboten, ihre Waldzuflucht zu verlassen. Jahrelang hatten Krankheiten den Leib des einst mächtigen Kriegers geschunden. Dahinschwindend nahm er die Hoffnung des Clans mit in sein Grab. Vater, eines Tages wird der Fluss versiegen. Wir werden auf andere Weise überleben. So, meinst du? Sieh uns doch an! Das ist doch kein Leben. Zu erzittern, wenn der Wind weht. Jeder Häuptling muss schwere Entscheidungen zum Wohle seines Clans fällen. Ist das denn der Tod, den du vorhergesehen hast? Nein. Ich habe einen anderen Tod gesehen. Aber vielleicht wird es Zeit, dass du deinen endlich siehst. Geh. Stelle dich deinem Schicksal. Kilroc war an das Vermächtnis seines Vaters gebunden. Und an die Bräuche seines Clans. Wer einmal Häuptling werden sollte, unterzog sich dem heiligsten aller Rituale. Sie opferten ein Auge und erhielten im Gegenzug eine Vision ihres eigenen Todes. Doch manchmal zeigte ihnen die Vision viel mehr. Kilroc sah seinen Clan nicht wie er war, sondern wie er sein konnte. Ihre Feinde zermalmt unter einer Flut wilden Blutrausches. Und Kilroc war einer von ihnen. Seine Entschlossenheit unerschütterlich. Selbst als ihn der Tod ereilte, fürchtete er nicht, was er sah. Er hieß sein Ende willkommen. Also, erzähl mir von deiner Vision, mein Sohn. Ich sah unseren Clan. Stolz und mächtig, siegreich über unsere Feinde, eine glorreiche Vision der Zukunft. Weshalb bist du dann so besorgt? Weil du kein Teil davon warst. Du hattest recht. Jeder Häuptling muss schwere Entscheidungen treffen. Zum Wohle des Clans. Endlich. Das ist der Tod, den ich vorhersah. Ihre Anführer. Ihr wisst, was sie zu den Monstern gemacht hat, die sie jetzt sind. Setzt euer Siegel unter diesen Befehl. Und ich bin der Erste, der dem Ruf folgt. Warum seid ihr so begierig auf diesen Kampf, Marat? Für einen Paladin verhaltet ihr euch so blutrünstig wie unser Feind. Nicht nach Blut sehne ich mich.
Was seht ihr, wenn ihr mich anblickt? Ich sehe einen Helden, einen Champion des Lichts. Was ihr nicht seht, ist die Last, die ich Tag für Tag tragen muss. Ich war dabei, während der Schlacht um Shadrath. Unsere geliebte Stadt des Lichts, belagert von einer rasenden Armee dämonenverseuchter Orks. Ich musste unzählige Gräueltaten und Schrecken von der Mauer aus mit ansehen. Marat! 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 Bringt die letzte Flüchtlingsgruppe in Sicherheit! Geht! Jetzt! Ja, Exarch! Ich tat, wie mir befohlen. Ich rief die Flüchtlinge zusammen und führte sie vom Schlachtfeld. Es oblag mir, die Flüchtlinge in Sicherheit zu bringen. Doch die Schrecken und das Leid, das ich gesehen hatte, ungeachtet jeglichen Schwurs, brannte Rache in mir. Geht durch den Tunnel. Ich schließe zu euch auf, sobald ich kann. Aber wir sind unbewaffnet. Der Weg ist sicher. Das Licht ist bei euch. Geht jetzt! Die gefallen waren! Ich zog los, die Flüchtlinge wiederzufinden. Mein Blut gefror. Der Pfad war nicht sicher gewesen. Das Licht, dessen Beistand ich ihnen zugesichert hatte, hatte sie verlassen. Genau wie ich. Ich weiß, ich werde wohl kaum zurückkehren. Aber falls auch nur der Hauch einer Chance besteht, zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt, dann biete ich mich selbst gern an. Uns alle plagt die Vergangenheit, Marat. Wenige von uns erhalten je die Gelegenheit, sie zu ändern. Ruft unsere Helden zusammen und zieht in den Krieg! Azeroth braucht sie nun, mehr denn je. Thank you.
Schicksal. Und ihr werdet alle Eroberer sein. Und was, Gul'dan? Wird von uns dafür verlangt? Eure Seele. Wird uns je versklaven! Aber Eroberer werden wir sein. Unsere Chance! Stürmt das Portal!
seid ihr so versessen auf den Tod. Blickt nur auf die zahllosen Gesichter eures Untergangs. Erhebt euch, eiserne Horde! Bringt eurem Häuptling ihre Köpfe. Seht! Mit der Ankunft des dunklen Sterns beginnt das Zeitalter der eisernen Horde. Und wer gegen uns ist, wird sterben. Hätte das überleben können. Das Schiff geht gleich in die Luft. Bringen wir uns in Sicherheit. Richtet die Kanone aus. Wir schicken beide Schiffe auf den Meeresgrund. Marat! Wie? Im Licht sind wir eins. Du Wotan. Unser Band ist eisern. Aber ihr seid so einfach zu brechen. Was willst du, kleines Mädchen? Dein Leben. Die Kanone ist in Position. Feuer bereit. Auf meinen Befehl. Wie arrogant, dass du glaubst, du allein könntest mich besiegen. Zusammen. Ich habe sie. Ihr werdet alle sterben. Nur du. Für deine Verbrechen büßen, Garrosh. Was ist dort? Was die Horde enttäuscht. Ah!
mich zum Häuptling gemacht. Du hast mich deinen Dreck wegräumen lassen. Du hast mich enttäuscht. Du hattest nie die Stärke eines wahren Kriegers. Ich verlasse mich nicht auf Stärke allein, Garrosh. Meine Macht ist überall. Du hast mich zu dem gemacht, was ich bin. Nein. Du hast dein eigenes Schicksal gewählt. Euch hier blicken zu lassen, Hexer. Ihr hattet Siege versprochen, Grommash. Doch unsere Clans ins Unheil geführt. Der Tod eurer Männer war umsonst. Meine Soldaten sind mit Ehre gestorben. Ach so. Und was ist mit eurem so? Garrosh, mein Sohn. Ihr habt alles verloren. Es gibt nur noch eine Wahl. Trinkt und erfüllt euer Schicksal. Euer Gift wird uns alle verdammen! Euer eiserner Wille ist legendär. Ich werde es genießen, euch zu brechen. Wer wird als erster dieses Geschenk empfangen? Macht wie die meine für jeden, der zu dienen bereit ist. Kilrog! Ihr habt euer Schicksal gesehen. Ihr wisst, was zu tun ist. Kilrog! Ja, ich erschaffe eine neue Horde. Eine unaufhaltsame Waffe. Ihr werdet die Geißel hunderter Welten sein. Mit der Macht einer Legion. Ihr hättet der Erste sein sollen, Hellschrei. Euch hätte es zugestanden, mein größter Champion zu sein. Stattdessen wählt ihr dies. Euch fehlt Weitblick. Seht, wie ein wahrer Sitz der Macht aussieht. Eine Zitadelle höllischen Feuers, die meiner Meister würdig ist. Monument für unseren Sieg über jeden, der uns trotzt. Sie werden euch trotzen. Ich habe sie kämpfen sehen. Sie kennen keine Furcht.
ganz gleich, welche widerlichen Geschöpfe ihr heraufbeschwört. Sie werden standhalten. Sie werden nicht wanken. Sie werden kommen. Sie werden siegen. Und sie werden nach der Schlacht euer Blut von ihren Klingen fischen. Wehrt euch nur, Höllschrei. Es ist zwecklos. Am Ende dienen wir alle der Legion. Noch nicht vorbei. Gul'dan und die Teufel, die ihn lenken, sind nicht so einfach zu besiegen. Ich fürchte, das ist erst der Anfang. Wenn ihr uns je braucht, werden wir hier sein. Wir werden uns wiedersehen. Ein weiser Mann sagte mir, im Licht sind wir eins. Die Zukunft gehört uns. Wir werden Draenor wieder aufbauen. Gemeinsam. Hm.
Mit der Ankunft des dunklen Sterns beginnt das Zeitalter der Eisernen Horde. Und wer gegen uns ist, wird sterben. Stürmt das Portal! Erhebt euch, Eiserne Horde! Bringt eurem Häuptling ihre Köpfe. Dies sollte nicht unsere Bestimmung sein. Ihr werdet alle sterben. Nur du. Du musst für deine Verbrechen büßen, Garrosh. Was ich tat, war zum Wohl der Horde. Du hast dein eigenes Schicksal gewählt. Ihr wagt es, euch hier blicken zu lassen, Hexer. Der Tod eurer Männer war umsonst. Es gibt nur noch eine Wahl. Ich erschaffe eine neue Horde. Eine unaufhaltsame Waffe. Sie werden euch trotzen. Gul'dan hat versagt. Draenor ist fern! Es ist noch nicht vorbei. Ich fürchte, das ist erst der Anfang.